Hi, ich bin's, euer Piet vom Tigerentenclub und ich mache heute den großen Nachhilfelehrertest für Verstehen Sie Spaß. Und Emilie, meine Tigerentenreporterin, wird mir dabei helfen. Emilie, in welchem Fach bist du sehr gut? In Mathe. Und das weiß der Nachhilfelehrer natürlich überhaupt gar nicht. Und was er noch nicht weiß, ist, dass ich hinten in der Regie sitze und Emilie die Ergebnisse aufs Ohr flüstere. Oh oh, es klingelt. Los geht's. Das ist die Emilie. Ich bin der Piet, ich bin der Nachbar. Der Vater konnte heute nicht, kurzfristig. Und deswegen bin ich halt hier, passe ein bisschen auf. Und was wichtig ist, das hat er mir noch gesagt, bevor ich es vergesse, Kopfrechnen. Ja, also, Kopfrechnen, das hat er gestern. Genau, Kopfrechnen, da liegt halt die Priorität drauf. Und deswegen würde ich sagen, Lingo, mach, ich gucke mir das mal ein bisschen an. Wie schaut es aus mit 6 mal 3? 28? Emilie, 6 mal 3. 6 mal 3? Okay, ich soll gar nichts sagen? Okay. Ich glaube, ich lasse dich mal alleine, ihr macht das besser. Okay. Am Anfang ist der Druck natürlich hoch. Ja, alles klar. Viel Spaß. Du kannst mir einfach ein paar Aufgaben sagen. Genau. 3 mal 6. 66. Geht nicht. Du machst mich nervös. Dann machen wir 6 mal 9. 49. Doch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen unkonzentriert. Ich bräuchte so einen, der einfach den Hebel bei mir umlegt. Und der den Hebel umlegt, ist Piet. Denn er kann von der Regie aus Emilie alle Ergebnisse aufs Ohr flüstern. Los geht's, ich konzentriere mich. 121 durch 11. Jetzt wird der Gute aber richtig aus der Wäsche gucken. 11. 11. Gut. Wir haben klappt ein Biss. Ich muss mich einfach konzentrieren, das ist das Geheimnis. Okay, nächste Aufgabe. Bisschen schwieriger vielleicht. 43 mal 44. 1893. Sofort im Kopf rein. 1892. 1892. Wollen Sie es nachrechnen? Ich habe ein Taschenrechner. Mama, das sind, lass mich kurz überlegen, das sind 44, 40. 1892. Sie haben den Schalter umgelegt. Echt? Erfolg. Okay, mach mir mal schwere Aufgaben, bitte. Okay, mach mir mal schwere Aufgaben, bitte. Machen wir mal das kleine 1x1, das ist schon schwer genug für dich. Gib mir eine schwere und ich beantworte sie richtig. Ganz schwer, so schwer du kannst. Wir könnten es ja so machen. Jeder schreibt seine Lösung auf den Zettel und wir gucken hinterher, wer es richtig hat. Und wer verliert, muss 10 Liegestütze machen. Also, 44 mal 13 mal 2 geteilt durch 33. Und los geht's. 34,666667. 34,666667 habe ich. Ich bin fertig. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie auch nicht den Plan von Mathematik haben. Mach schon mal Liegestütze. Haben wir Taschenrechner noch verschreckt? Nein. 10 Liegestützen, ja. Ich hätte es auch gemacht. Ja? Ja. Mach mich fertig. Schön tief runter. Tief runter, tief. Alles okay bei euch? Wir haben gerade ein Wettrennen gemacht und sie hat gewonnen. Jetzt musste ich zur Strafe 10 Liegestütze machen. Okay. Okay. Hast du wieder angefangen mit deinen großen Dingern? Ich habe nicht gedacht, dass das so abgeht. Hör auf. Und warum musstest du Liegestütze machen? Ich nicht so schnell war im Kopf. Aber das kriegt ja kein Mensch hin. Ich schon. Das ist ja... Willst du noch einen Test machen? Wir machen noch mal einen Test. Okay. Ich mach mit, oder was? Mhm. Keine Chance. Keine Chance? Na, mal gucken. Also, 21 ja? mal 4 mal 42 geteilt durch 31. 113,806452. Ich bin fertig. Ich hab's auch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe nur 3 Kommastellen geschafft, mehr habe ich nicht hingekriegt. Wie viel hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich habe 113,80. Was hast du? 805? Ich habe 806. Ich habe es richtig. Hast du das auch im Kopf gemacht? Naja, wie sonst? Also sowas haben wir in der Schule nicht gelernt, hä?
so krasse Zahlen im Kopf zu reden. Naja, die Emilie geht ja auf eine Gartenschule. Warum sagt mir das? Und will dieses Jahr noch Abitur machen. Und die hat einen Lehrer, der heißt Guido Kanz. Und der macht mit bei Verstehen Sie Spaß. Herzlich willkommen. Bei Verstehen Sie Spaß? Wir haben dich gerade so ein bisschen reingelegt, da sind die Kameras. Nein, doch.